mega Tag für uns. Christine 30 geworden, wir jetzt die Meisterschaft eingefahren an dem Tag. Hätte nicht schöner laufen können. Ich bin jetzt erstmal ein bisschen baff, wie du merkst. Ja, es war ein hartes Wochenende für uns. Heute früh haben wir gedacht, es ist alles vorbei mit Startplatz 10, weil Maxi auf Platz 1 war. Für unser Glück war halt dann der Startunfall. Der war deren Leid, tut uns leid für sie. Ja, ist jetzt auch verdient, aber im Endeffekt haben wir jetzt gewonnen. Und ja, mega stolz auf mein Team, mega stolz auf Mathieu. Er hat super Jahr hingelegt. Ja, wir haben, glaube ich, das Bestmögliche rausgeholt aus der Kiste. Ja, es war Nervenkitzel pur und natürlich leidest du mit deinen Konkurrenten, wenn du so einen Startunfall siehst. Es war total unnötig und ja, das wünscht man keinen. Aber die Anspannung war halt immer da und dann, ja, jetzt bin ich umso mehr erleichtert, muss ich zugeben. Wie geht's dir gerade zuletzt im Auto in deinem Stint? Ja, ich wollte eigentlich nur, dass die Zeit darum geht. Wir wussten ja, dass Platz 5, 4 reichen würde. Ich war mir dann nicht mehr ganz sicher am Schluss, weil ich ja gesehen habe, dass Sheldon den Rolfen noch geknackt hat. Aber am Ende war es dann alles gut. Und, ja. Das gute Schützenhilfe von hinten. Von hinten hatten wir super Schützenhilfe. Timo hat mega gut. Er musste nicht ablocken, aber er hat dann den Weg hinten freigehalten. Vielen Dank an Team 75. Die waren heute, wären heute schneller gewesen. Aber haben natürlich dann ihr Porsche jetzt aufblühen lassen. I had so much emotions. It's just that in the car I had no emotions, to be honest. I was really focused and I really wanted to push to overtake as much cars as I could in the first lap and at the start. And yeah, after the start I could see I was P4. Then I said, okay, the situation is more or less under control, but it's still a long race to go. And I was in my mind, yeah, trying to push to overtake also the BMW to be as close as possible to the Land car. But yeah. And then the hard part was when I was out of the car, to be honest, on the pit wall. It was really, yeah, too much emotions to see Robert fighting hard with the car and see the Corvette guys coming back and maybe catching us and seeing the Audi catching the leader and then overtaking and only 1 point. So, yeah, I went, it was a bit of a roller coaster of emotions, but yeah, finally. We made it. Yeah, actually it's pretty exciting but pretty tough. I prefer to be in the car, but yeah, it's my first also title in GT and I think it's a nice one. So yeah, definitely I'm just proud of all the guys and I just want to thank everybody in the team, Porsche, the sponsors, all the fans which were behind us. So yeah, it's just amazing and crazy. I think now we should just celebrate and enjoy. Jetzt stehst du natürlich einmal jetzt in der Situation, dass du Meister werden kannst und dann wirst du das natürlich auch. Bist voll fokussiert drauf und ja, jetzt im Nachhinein freust du dich einfach nur. Dauert jetzt noch ein bisschen, dass du das alles realisierst wieder und zu schauen, dass wir heute Abend eine geile Party bei euch vorne haben. Ja, war eigentlich so ein Wechselbad der Gefühle. War wie die ganze Saison. War uns von vornherein klar, dass es nicht leicht wird gegen die starke Konkurrenz. Genauso Höhen wie in Most, wo wir schon Tabellenführer waren und dann wieder relativ schlecht gepunktet haben am Red Bull Ring. Dann wurde es wieder super in Sandford, dann Wochenende zu vergessen am Sachsenring. Und jetzt hier wieder Wochenende, wo wir eigentlich schon am Freitag schon gewusst haben, dass wir sehr stark sein werden. Und demzufolge auch mega zuversichtlich waren für beide Rennen. Wir hatten jetzt ein paar Erfolge, aber auch für uns ist das jetzt nochmal das i-Tüpfelchen drauf. Macht uns mega stolz drauf, weil es halt auch mega hart war das ganze Jahr. Und ja, freuen uns einfach riesig drüber. Was war das Erfolgsgeheimnis? Die Konstanz eigentlich. Wir haben so gut wie keine Fehler gemacht. Wir hatten ein paar Mal ein bisschen Pech, aber so ein wirklich Fehler, den wir uns selber zuzuschreiben haben von unseren Fahrern, gab es eigentlich zu fast keinem Zeitpunkt. Und ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg.